Hallo Leute und willkommen beim Sparmeck. Wir sind zurück. Das Faultier ist da, Swagtab ist hier und auch ich bin da. Und heute wird es mal wieder Zeit, eure Fragen zu beantworten. Beim letzten Mal habt ihr es vielleicht gemerkt, wir waren sehr begeistert. Und auch dieses Mal habt ihr wieder ziemlich interessante und gute Fragen gestellt. Und die werden wir jetzt einfach mal nacheinander und sehr kompetent beantworten. Ich hoffe, ihr seid bereit und euch geht's gut. Also kompetent, davon war nie die Rede. Was macht das Faultier? Und Swagtab ist dann lustig. Ich bin für die Witze quasi zuständig. Genau. Okay, dann bringt mal direkt den ersten Witz gleich. Hey Leute, wie würdet ihr es finden, wenn mal ein Smartphone mit richtigem USB-Anschluss statt Micro-USB, USB-Type-C oder Lightning auf den Markt kommen würde? Faultier? Los. Ich habe mit den Adaptern kein Problem, sag mal ganz ehrlich. Ich hau mir dann, wenn ich sowas will, USB-to-Go-Adapter dran und habe dann meinen USB-Anschluss. Ich hätte eher wahrscheinlich das Problem, was schließe ich dran? USB-Stick, vielleicht eine richtige externe Festplatte, aber mehr, vielleicht einen Drucker, eine Tastatur. Ganz ehrlich, ich kann es mir lustig vorstellen, es gibt vielleicht auch eine Nische, aber ich würde sagen, für die Mehrheit da draußen reicht es, Micro-USB zu haben oder USB-C und dann einen Adapter zu haben. Und vor allem, sie kriegen es wahrscheinlich von der Bauhöhe nicht untergebracht. Das ist nämlich der Punkt, das Ding wird dann vermutlich 20 Millimeter dick irgendwie. Mir fällt jetzt auf so spontan kein Smartphone ein mit einem vollwertigen USB-Anschluss irgendwie. Vielleicht, um das Smartphone als Battery Pack zu benutzen. Das vielleicht noch so. Das könnte ich mir als einzigen Einsatzzweck gerade vorstellen. Ja, das wird sich mit USB Type-C bald erledigen. Wenn dann jeder USB Type-C hat, dann... Also seht ihr da auch keinen sinnvollen Grund drin. Ich stelle mir halt vor, dass es zum einen dick wird und anderweitig wird da irgendwie total viel Staub drin verfangen. Und ich weiß nicht, schmutzig wird das Ding auf jeden Fall auch. So stelle ich mir das, glaube ich, vor, wenn man das den ganzen Tag in der Hosentasche hat und dann sind da so Fimmelsdinger. Also ich glaube, wir denken alle eher, ist nicht so, oder? Sehr gut. Also ich fände mattes Rückenglas und Displayglas serienmäßig super. Man sieht keine Fingerabdrücke drauf und das Touchgefühl ist selbst bei leicht klebrigen Fingern besser. Mal ehrlich, nerven die Fingerabdrücke und Spiegelung nicht jeden. Mattes Displayglas und hinten Rückseitenglas. Was denkst du, Swagtab? Also ja, die Fingerabdrücke nerven mich auch total immer. Vor allem jetzt eben bei den ganzen Samsung-Smartphones. So, es gibt ja meines Wissens, also das Einzige, was mir jetzt bei mattem Glas einfällt, ist das Xperia Z5, sage ich jetzt einfach mal. Das hat ja, finde ich, ganz schick, sage ich mal. Glaube ich, könnte man noch schicker machen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, so wirklich fingerabdruckfrei, sage ich mal, war das Ding auch nicht. Also das war deutlich besser als jetzt zum Beispiel bei den Samsung-Dingen, aber man hat schon auch noch Fingerabdrücke gesehen. Insofern bin ich da ehrlich gesagt skeptisch, weil das sieht halt schon ziemlich gut aus. Was denkst du als Displayglas, also wirklich auf die Vorderseite mattes Glas? Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so reibungslos funktioniert mit der Anzeige dann. Also ja, das wird sicher das Bild irgendwie... Ich glaube auch, das kriegst du so nicht hin, wobei ich sagen muss, ich habe sowieso überall 1000 Fingerabdrücke. Ja, also wenn man die Dinger einfach 2 Jahre dann nie reinigt, dann gibt es Gerüchte, dass die von selbst weggehen, oder? Da war schon der erste Witz, Swagtab kann das also. Das war kein Witz. Jetzt muss es kompetent werden, Faultier. Putzen. Sorry, also ja, ich würde mir auch irgendwas Cooles vorstellen, dass man nicht immer putzen muss oder dass man von Fingerabdrücken und Fettfingern oder so nicht abgelenkt wird. Apple hat ja mal irgendwie angedeutet, hier fettabweisende Technologie wie Nanobeschichtung und was es da nicht alles geben soll irgendwann mal. Aber ich sag mal, derzeit bin ich mir noch auf dem Niveau, wo ich sage, gehört einfach dazu. Muss ich mitleben. Ja, da gibt es, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Man ist halt den ganzen Tag mit den Fingern dran, da lässt sich das nicht vermeiden. Man könnte vielleicht noch so eine matte Folie oder so eine fingerabdruckabweisende Folie drauf machen. Ist allerdings jetzt, weiß ich nicht, für mich wäre das auch nichts, aber das wäre halt eine Alternative vielleicht zu dem matten Display, das es dann nicht gäbe. Ihr versteht mich. Ich finde es auf jeden Fall interessant, aber glaube ich nicht, dass da was kommen wird bald. Stelle ich mir nicht so praktisch vor. Ich fände es aber cool, wenn Apple die Kamera in das Apple-Logo verbauen würde. Was haltet ihr davon? Heute gibt es sehr, sehr ausgefallene Fragen. Krasse Frage. Also dann ich habe ja zufälligerweise ein iPhone in der Hosentasche. Also vom Platz würde es ja hinkommen. Vom Zentrum könnte ich es mir eigentlich auch gut vorstellen, weil Samsung verbaut die ja auch eigentlich ziemlich mittig. Ne? Das wird, ja, aber dass Apple sich, ich sag mal, sein Logo zerschießt damit mit so einem schwarzen Punkt, der dann da drin ist, wahrscheinlich eher nicht. Da würde ich mir persönlich eher mal ein iPhone mit einem leuchtenden Apfel-Logo wünschen. So als, also wenn man dann so darauf steht, dass die Dinger leuchten. Als Benachrichtigungs-LED wäre das zum Beispiel total super. Ja, also
ich finde die Idee gut, muss ich ganz ehrlich sagen, so, aber ich glaube halt, es ist optisch nicht wirklich schön umsetzbar. Wenn es dann schön umgesetzt werden würde, dann wird vermutlich irgendwie die Kameraqualität gestört, weil es vermutlich irgendwie zu dunkel wird. Also versteht ihr, was ich meine, dass man das irgendwie einfärben müsste, keine Ahnung. Das Glas, und das wäre dann auch uncool. Leuchtendes Apple-Logo finde ich cool, die Idee stehe ich eh total drauf, und ich finde es total schade, dass es noch kein iPad mit leuchtendem Display, Apple-Logo gibt und noch kein neues MacBook, die das da wegrationalisiert haben, aber ist vermutlich nicht möglich bei so einem dünnen Smartphone, glaube ich. Der Grund, warum ich kein MacBook habe, es leuchtet nicht. Das ist für mich tatsächlich ein wichtiger Grund, den man nicht vernachlässigen sollte. Nein, Spaß. Aber, ja. Das sind wahre Profis. Also, ich glaube, dass wir, wenn das Handy dünn ist, dass wir dann so etwas im Unterbewusstsein denken, dass es total Hightech ist. Hoffe, ihr versteht, was ich meine. Lach. Und den größeren Akku zu verbauen, ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Der nimmt ja am meisten Platz im Smartphone weg. Ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich als Frage formuliert, aber die... Das habe ich ausgewählt. Ich habe den Kommentar super gefunden, weil es mir genauso geht. Also ich finde, wenn so ein wirklich ein Smartphone, das wirklich dünn ist, und auch hochwertig verarbeitet ist. Bestes Beispiel war bei mir der Umstieg auf das iPhone 6 damals, als das auf den Markt kam, und ich dachte mir einfach nur, wow, das fühlt sich echt geil an. Das war damals auch mit das dünnste Smartphone überhaupt, also jetzt bei den teuren Smartphones, sage ich einfach mal. Ich verstehe, was du meinst. Ich finde wirklich, dass das so einen Hauch von Zukunft hat irgendwie. Ob man es jetzt gut finden mag, weil der Akku wieder kleiner ist, sei mal dahingestellt, aber geht mir ähnlich so. Und ja, das mit dem Akku hast du natürlich recht, aber man sieht ja, dass es gehen würde. Also das Galaxy S7 Edge zum Beispiel hat jetzt 3600 mAh und es ist auch nicht dick. Also es ist weit entfernt davon, dick zu sein. Was meinst du? Ich kann das Gefühl mit dem je dünner, desto aktueller oder geiler oder Zukunft, mehr Zukunft, kann ich absolut nachvollziehen. Mir ging das beim iPad Mini vierte Generation, ja, so, genau, und richtig bei den Sony Tablets. Die letzten Generationsdinger. Das war, ist ja wirklich nur noch so, ja. Und das fühlte sich, und es fühlte sich immer noch stabil an. Das ist es. Solange das immer noch, ich sag mal, Metall oder irgendwas Hartes als Material ist, dass ich nicht das Gefühl habe, es ist dünn, aber ich kann es leicht verbiegen, bin ich da vom Gefühl absolut auf der Länge. Und beim Akku, ganz ehrlich, von mir aus könnten die Dinger, ich würde auf dieses Geile der Dünnheit verzichten, wenn von mir aus könnt ihr die doppelt so dick bauen, aber dann mit einem Akku, der eine Woche hält. Ich kann dieses Hightech-Ding total nachvollziehen, vor allem, weil man muss halt überlegen, das ist ein Smartphone und da steckt eine richtig dicke Kamera drin. Ich meine, wenn man sich mal vorstellen würde, das, was man in einem Smartphone hat, würde man alles so mit in einem Rucksack tragen. Da hätte man halt eine Kamera drin und, weiß ich nicht, ein Mikrofon und... Das ist dann, wie ihr über die Messe lauft. Genau so sieht das jedes Mal aus, ja. Aber das zeigt halt wieder, dass man in so einem richtig kleines Ding so viel krasse Technik reinbekommt, und ich denke, das hat, wie Franz schon sagt, wirklich so einen Hauch von Hightech und Zukunft, und ich finde das auch gut. Ansonsten habt ihr alles gesagt. Toll seid ihr. Da Samsung im Galaxy S7 ja schon bewiesen hat, dass man nachts schon sehr helle Bilder hinbekommt, glaubt ihr, dass der Blitz bald überflüssig wird? Fallt hier? Nö. Ich glaube, der wird nach wie vor verbaut werden. Ja, es wird immer besser. Und es ist ja auch immer noch so. Es wird zwar immer so oft dahingestellt, Nachtfoto, und ihr haut den Blitz an und ihr kriegt ein vernünftiges Bild. In der Regel ist es ja eigentlich nur so, das, was im Zentrum des Fotos ist, wenn ihr dann ein Selfie oder ein Gesicht oder sowas fotografiert. Ja, aber man sieht immer noch bei diesen Fotos mit Blitz, es ist ein Foto mit Blitz. Ich würde mich freuen, wenn sie vielleicht so eine Kombination hinkriegen würden. So, ich sag mal, weniger helle Blitze oder so ein permanentes Leuchten vom Blitz, dann die Kamera mit dicken Kamerapixeln, die das vernünftig runterrechnet, dass man halt ein helleres Bild kriegt, was aber nicht aussieht, als ob man es mit einem Blitz fotografiert hat. Also das wäre so mein Traum, wenn ich, ja, ihr versteht mich nicht. Ne, das ist so, also das wäre es dahin. Aber ich glaube nicht, dass wir in den nächsten, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 5 Jahren ein Smartphone sehen ohne Blitz, was dann den Anspruch aber hat, nicht aus Einsparungsmaßnahmen den Blitz wegzulassen, sondern zu sagen, unsere Kamera ist jetzt so gut, dass wir den Blitz im Dunkeln nicht mehr brauchen. Also ich finde, ich mache ganz ungern Bilder mit Blitz irgendwie. Also ich bin ziemlich froh, dass die Lowlight Performance jetzt immer besser wird, weil klar, wenn man dann irgendwie so, wenn es ganz dunkel ist und man will Gesichter fotografieren, kommt man nicht drum rum. Aber ich finde, also Blitz ist ja das falsche Wort, das sind LEDs. Und es ist einfach so, es sieht einfach total unnatürlich aus. Und ich sage jetzt mal, vor 5 oder 6 Jahren gab es das LG Beauty, falls das noch irgendjemand sich erinnern kann. Ja, genau, das hatte nämlich noch einen Xenon-Blitz, weil das war so dick, das konnte sich noch einen normalen Xenon-Blitz leisten. Und das ging, was die Farbtemperatur anging, war das besser.
also gefühlt für mich besser als das, was wir heute haben. Weil ich finde einfach diese ganzen LED-Dinge, es fehlt einfach der Platz. Und wie, ich gebe dir recht, das wird nicht irgendwie weggehen. So, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich signifikant besser wird, weil wenn ihr euch mal anschaut, ich habe eine große DSLR, die haben teilweise Blitze, die sind so groß und die sind nicht umsonst so groß. Also ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Macht ihr überhaupt Fotos mit Blitz? Ich meine, wenn überhaupt, was fotografierst du damit eigentlich? Also ich mache prinzipiell nie Fotos mit Blitz, weil mich das total nervt. Ja. Ich nutze es als Taschenlampe, dafür ist der Blitz absolut das super. Das ist einzig cool, das ist tatsächlich der einzige, die einzige Verwendung, die ich dafür finde. Aber ich glaube, wenn man fotografiert mit Blitz, dann Menschen. Ja. Und die sehen dann halt immer ein bisschen, keine Ahnung, die glänzen ein bisschen und die sind tatsächlich, wie Faulty sagt, total überstrahlt. Deswegen, ich brauche die Dinger nicht. Wenn, dann als Taschenlampe, da wird mir aber auch, weiß ich nicht, was Kleines anderes reichen. Ansonsten werden die vermutlich nicht so schnell rausfliegen. Jetzt hast du mir das Endwort gemopst. Ich wollte nämlich dann noch rufen, so nach dem Motto, und sie werden es niemals abbauen bei Taschenlampe. Das ist bei mir auch, ich sag mal, 99 Mal von 100 Mal, wo die LEDs auf der Rückseite leuchten, dann als Taschenlampe. Aber das ist ein Feature, das nutze ich sehr oft. Ja. Weil das Faultier viel nachts unterwegs ist. Ja, Faultiere sind nachts aktiv. Ich wollte fast nackt aktiv sein. Oh, der Kampfler. Das wäre eigentlich dein Job. Ich lasse ihn auch mal machen. Also er macht das ganz gut. Die sind eine tolle Gruppe. Wie sieht es denn mit den SAR-Werten aus? Die kommen meiner Meinung nach immer zu kurz. Geht ihr darauf ein in Tests? Sagt ihr dazu was? Findet ihr sie wichtig? Ist das tatsächlich so schlimm mit der Strahlung? Fault hier ein paar Worte. Ich habe da immer so die Grundhaltung und denke mir, vor 10, 15 Jahren hatte jeder Haushalt oder viele Haushalte hatten die schnurlosen ersten kabellosen Festnetzgeräte. Die haben 100-mal mehr gestrahlt als jedes Smartphone, das heute ist, und die haben komplett durch die ganze Bude gestrahlt. Da halte ich es. Vielleicht nehme ich es auch ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter, weil es gibt ja Leute, die sind da anfällig für, ne? Die merken sowas. Und ich sage bei mir, ich merke sowas überhaupt nichts. Ich kann mit dem Smartphone unterm Kopfkissen schlafen oder sowas. Ich gucke es mir ganz ehrlich nicht an. Ich gehe einfach davon aus, da bin ich dann einfach so blind und gehe. Es gibt Richtwerte, die hoffentlich eingehalten werden, und dann passt das schon. Aber richtig beschäftigen tue ich mich damit nicht. Das Problem an der ganzen Sache, was ich habe, ist halt, es ist halt noch, also es ist nicht unerforscht, aber es ist halt noch nicht klar, wie schädlich das Ganze, ob es schädlich ist und wie schädlich es ist. Das ist ein guter Punkt, dass die Strahlung immer weiter abgenommen hat, aber das hilft mir natürlich auch nichts, wenn jetzt auf einmal in 10 Jahren dann rauskommt, dass wir alle irgendwie viel zu früh sterben, weil wir, also ja, ich nehme das auch viel zu sehr auf die leichte Schulter. Ich kann die Leute aber verstehen, die da skeptisch sind. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, in unserer Position, ich glaube, dafür fehlt uns einfach das Fachwissen, um das wirklich einordnen zu können. Und ganz ehrlich, die Hersteller kehren das auch immer so immer weiter unter den Tisch. Also es gibt teilweise Smartphones, da finde ich gar keine Informationen mehr. Ich suche das nämlich auch immer, aber prinzipiell finde ich, sage ich auch immer in meinen Videos, kauft euch ein Smartphone, wo der SAR-Wert so niedrig wie möglich ist. Das ist alles, was man machen kann, wenn man ein Smartphone nutzen will, meiner Meinung nach. Ansonsten kann man vielleicht darauf achten, dass man das abends, wenn man schläft oder sowas, nicht direkt ins Bett legt oder sowas. Machen auch viele. Oder nicht immer, beim Autofahren, keine Ahnung, vielleicht weniger in die Hosentasche oder sowas. Ein Headset her zum Telefonieren. Irgendwie so, ja. Also ich habe mal eine Reportage, eine Dokumentation, irgendwas gesehen, die ging 20 Minuten lang, und danach dachte ich auch so, okay, legen wir mal wieder weg das Ding oder sowas. Habe das dann auch eine Woche möglichst irgendwo hingelegt, wo ich nicht gerade sitze oder sowas, aber nach einer Woche habe ich es halt doch wieder in der Hosentasche. Und das sind die Anzeichen einer Sucht. Mir geht es schlecht. Wobei ich da ganz ehrlich sagen muss, ist ja so, wenn es jetzt nicht heißen würde, dieser SAR-Wert mit Kopftumor oder was auch immer oder Unwohlsein, das nehmen dann viele so auf die leichte Schulter. Ich glaube, in dem Moment, wie auf Zigaretten stehen würden, ein Smartphone in der Hosentasche tragen könnte zur Impotenz führen. Dann wird dieses Thema viel mehr diskutiert werden. Aber wir hoffen es einfach mal nicht. Ganz kurz was für das Faulty nochmal, und das können wir auch ganz schnell beantworten. Sparmec, ist das iPhone S6S jetzt wasserdicht oder nicht? Das wird total oft gefragt, das habe ich auch unter meinen Videos öfter. Offiziell gibt es da ja nichts, aber es gibt ja den einen oder anderen Test, da lag das dann, weiß ich nicht, eine halbe Stunde im Wasser und es hat durchgehalten. Also, also offiziell nein, aber ich sag mal so, es gab noch nie ein iPhone, was nicht so nicht wasserdicht war wie dieses oder nicht wasserdicht war. Also ihr müsst
dieses iPhone schafft es wahrscheinlich, wenn ihr es im Putzeimer, in der Toilette oder sonst was versenkt, mal aus Versehen, und aber dann auch direkt schnell rausholt. Macht habt das nicht. Ihr, danke, das sollten wir einblenden. Aber ihr habt mit der neuesten iPhone-Generation die größte Chance darauf, dass ihr es danach ganz normal noch weiter nutzen könnt. Ja, da hat ein HTC-Mitarbeiter zu mir mal was Cooles gesagt. Das ist einfach diese ganzen neuen, dünnen Smartphones, die sind so eng aneinander gebaut irgendwie, dass die, also wie man nur sagt, sie sind nicht offiziell wasserdicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, ist natürlich geringer als noch früher. Aber man soll halt aufpassen, zum Beispiel bei so Dingen wie dem Lautsprecher, dass da irgendwie nicht was drinnen bleibt, sage ich mal, weil der ist nicht abgedichtet, das würde man sehen. Die Dinge sind auseinandergenommen worden. iFixit hätte da sicher was dazu gesagt, wenn der abgedichtet wäre. Und es gilt halt auch für die Kamera, weil wenn ihr mal Wasser in der Linse drinnen habt, dann wird es nicht mehr lustig. Also probiert das auf gar keinen Fall aus. Macht es nicht, tut es nicht. Selbst ich würde es nicht mal beim S7 machen, weil es kann immer wieder nach hinten losgehen. Ja, Elektronik und Wasser, das sind einfach genau. So zwei Dinge, die gehören einfach nicht zusammen, auch wenn man da eine schöne Nanoversiegelung drauf hat oder wenn alles eng zusammensitzt. Das ist übrigens der Punkt, ich glaube, das sitzt einfach tatsächlich beim iPhone alles so eng zusammen und vielleicht haben sie auch eine Nanoversiegelung drauf. Aber wenn Apple das jetzt als wasserdicht ankündigt, dann weiß man genau, die ganzen kleinen Menschen da draußen, die probieren es wieder aus und dann, das sieht halt für Apple wieder schlecht aus, wenn alle sagen, Wasserschaden, die müssen das zurücknehmen und das passt halt nicht zum tollen Image. Das ist immer ein Risiko. Ja, ich glaube, Samsung legt nicht so viel Wert auf das alles wie Apple. Apple will ja immer reinbleiben und wenig. Deswegen bei Social Media sind die auch jetzt erst ganz frisch unterwegs, weil sie eben nicht wollen, dass die Leute sich beschweren. Und das. Aber schau mal Sony an. Also Sony, das war ja das beste Beispiel, die da irgendwie jahrelang Werbung gemacht haben. Und die Dinger waren nicht wasserdicht. Und was meiner Meinung nach an diesen Kappen lag, die halt einfach ganz total schlecht verarbeitet waren irgendwie. Jetzt bei den Samsung-Dingern, ich habe noch nie von einem Galaxy S5 oder so gehört. Nicht S5, von einem... ja doch, es war schon, das S5 war das erste, genau, habe ich noch nie gehört, wo das ordentlich verschlossen war, dass die irgendwie einen Wasserschaden dann danach hatten. Trotzdem macht es einfach nicht, also das ist nicht zum Spaß, das ist mal ganz lustig, wenn es euch irgendwie, wenn ihr es noch in der Badehose habt irgendwie oder aus Versehen ins Wasser springt, dann freut euch, aber fordert das bitte nicht raus. Ich habe immer so, mir rutscht das Herz in die Hose, wenn ich das immer testen muss in meinen ganzen Videos, ich mache das verdammt ungern, also ja. Wie er schon sagt, Wasser und Elektronik, das ist einfach nicht füreinander gemacht. Schöner Satz dazu. Wir kommen zur letzten Frage, denn ich denke, es wird auch mal Zeit, dass wir langsam zum Ende kommen. Es ist schon ein bisschen spät hier. Du laberst immer so viel. Findet ihr, Smartphone-Hersteller sollten immer nur Smartphones rausbringen, wenn sie ein ausgereiftes, komplett neues Feature haben? Dann kriegen wir ja gar keine neuen Smartphones mehr. Genau, das weiß ich mir so. Was ist denn ein neues Feature? Also ich finde jetzt zum Beispiel schon jetzt bei den neuen Samsung-Dingern, um mal da zu bleiben, dass die Akkulaufzeit jetzt deutlich besser ist. Das ist für mich schon Grund genug, dass die ein neues Flaggschiff gebracht haben. Wobei ich sagen muss, beim iPhone 6s hätte man sich meiner Meinung nach auch sparen können. Und dann, aber gut. Oder dass das, mal abgeschaffte Features wieder verbaut werden, jetzt wie mit Micro-SD und Wasserdichtigkeit. Ja, gut, dann kommen die Hersteller auf die Idee und haben ein Smartphone, lassen im nächsten Jahr Features weg oder bauen sie wieder rein, lassen sie oder wechseln dann halt immer so. Aber wir hätten dann dieses Jahr zum Beispiel das LG G5 halt mit einem super duper neuen Feature mit diesem... Slots, ja, ob es wirklich toll ist, das wird sich noch zeigen. Ich habe ja die Hoffnung, vorbestellt ist es. Ich habe so ein tolles Video letztens gesehen, das war allerdings ein Pre-Production-Sample, da konnte der seine Kreditkarte in den, wie heißt's? Magic Slot. Nein, in den Spaltmaß zwischen Magic Slot und eigentlichem Gehäuse stecken. Fand ich lustig so. Ich hoffe dann, dass bei den finalen Geräten die Verarbeitung besser ist. Hoffen wir es. Weil das hatten sehr, sehr viele auf dem MEC. Ja. Ich glaube nicht, dass es... nee. Und vor allem, wir sind jetzt ja inzwischen auf einem so hohen Smartphone-Niveau, zumindest bei den Flagship-Geräten, dass die sich ja nur noch leicht oder minimal immer mal wieder verbessern. Aber ich glaube trotzdem, dass die Hersteller hingehen und wirklich jedes Jahr ein neues High-End-Gerät rausbringen. Ich glaube nicht, dass es vielleicht irgendwann mal abschwächt und dann so sozusagen nur noch alle 2 Jahre ein Gerät rauskommt. Dieser Smartphone-Zirkus-Zyklus muss am Laufen gehalten werden. Ich finde es auch ganz gut, der darf gerne da bleiben. Man muss sich ja nicht jedes Jahr ein neues Smartphone kaufen. Das heißt, wenn man wirklich was Neues braucht oder man sieht ein Smartphone, bei dem was total überzeugend ist, dann kann man sich das kaufen und den Rest ignoriert man dann ganz einfach. Ich denke, das ist eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung. Ich würde die Damen und Herren jetzt verabschieden, wenn ihr nicht noch irgendwas sagen möchtet. Irgendwelche Grüße raus, hallo, ihr seid nett oder so. Ich grüße meine Oma
und ja, die Tante vom Technik-Talk hier. Hoffentlich geht das mit dem iPhone wieder gut. Ja, das war's also von dieser Folge des Sparmec Q&A. Vielen Dank für die Fragen. Macht gerne weiter, wenn eure Frage jetzt nicht dabei war. Immer wieder reinschreiben, vielleicht klappt das dann beim nächsten Mal. Und ja, wir sehen uns dann. Vielen Dank.